Hallöchen Leute und willkommen zurück zu GTA Online. Ja, weiter geht's mit der Mission und ich habe auch eine sehr, sehr gute Nachricht, zumindest was die Nummernschilder hier angeht. Es hat endlich funktioniert. Ich konnte meine Nummernschilder bestellen über die App, über die iFruit-App und ich habe auch schon meine SMS bekommen, dass ich sie abholen soll. Hier, schaut bei Los Santos Customs vorbei, um den Auftrag für dein Fahrzeug Tailgater ausführen zu lassen. Ja, machen wir das doch gleich mal, oder? Und danach, ja, machen wir mal eine Mission, die für eine Person auf jeden Fall richtig schwer ist. Ich finde, es ist sogar eine der schwersten Missionen hier bei GTA. Aber erstmal müssen wir zum Custom. Zu den Customs, zu den LS Customs. Ja, warum ist denn wieder in der Nähe keiner? Muss ich echt zu dem in der Stadt, also da hochfahren? Hier hinten war doch einer, ja, genau. Fahren wir zu dem. Aber bitte. Nach rechts und wieder nach rechts. Danke. So, ja, es hat endlich geklappt mit iFruit. Jetzt konnte ich zumindest für den Tailgater schon was Nummernschild bestellen. Und ja, für die anderen Autos mache ich das dann auch. Und erst mache ich dann, glaube ich, mal offscreen oder so mal schauen. Vielleicht mache ich das so nebenbei mal in den Folgen. Weil ich muss das ja für jedes Auto einzeln bestellen. Ich kann ja keine fünf Bestellungen auf einmal. Ja. Bestellen halt. Oh Gott, ich bin schon wieder total durcheinander. Nee, man kann halt immer nur eine, weil sobald man eine zweite Bestellung aufgibt, wird die erste halt überschrieben. Deswegen müssen wir das Auto für Auto machen. Aber das ist ja auch halb so wild. Ups, und da ist der Wheelie schon falsch gefahren, weil eigentlich muss ich da abbiegen. So. Zack, ich will meine Nummernschilder. So, her damit, her damit, her damit. Aber bitte Bestellung abholen. Ja, Karre ist immer noch top. Läuft, läuft, super. Aber, ja, was? App-Bestellung ausfindet 1425 Dollar. Warum so viel? Was habe ich denn da gemacht? Okay. Nummernschilder sind dran. Yay! Aber eigentlich der Weed, da muss ich. Vielleicht, wenn ihr irgendwas Cooles habt, was ich aufs Nummernschild schreiben soll, dann sagt mal Bescheid. Dann mache ich da irgendwann drauf. Weil wir haben 2, 4, 6, 8 Zeichen zur Verfügung, also 8 Stellen zur Verfügung. Falls ihr irgendein cooles Wort habt mit 8 Buchstaben, ja, schreibt es in die Kommentare. Und ja, wenn es cool genug ist, mache ich es auf jeden Fall aufs Nummernschild drauf. Solange lasse ich erstmal Dawid stehen. So, okay, weiter geht's. Ich würde mal sagen, direkt mit der Mission. Oder halt, nee, 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 bevor wir zur Mission, wir müssen nochmal laden. Nämlich in letzter Zeit ja wieder so viele Sachen gemacht und nicht eingekauft habe ich danach. Das heißt, wir haben nicht mehr so viel Nahrung, beziehungsweise Medipacks. Sind ja die Riegel und die Cola und alle, das sind für mich eigentlich Health Packages oder Medipackages. So, auch hier, mein Lieblingsladen. Den haben wir doch mal ausgeraubt, ich hoffe, der erkennt uns nicht wieder. Hallöchen, na? Lang nicht mehr gesehen. Ey, ich meine, hallo, ich bin zum ersten Mal hier. Was hast du denn im Angebot? Cola. Okay, nehmen wir. Gib mir alles, was du hast. Ausverkauft, Müll. So, davon gibst du mir auch alle. Die Metroids möchte ich auch alle haben. Peace and Q's natürlich auch. Kippen ganze behalten und Pisswasser ist immer noch voll. Ich trinke ja nicht so viel. Alles klar, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Okay. Hätten wir schon mal hinter uns. So, jetzt kommen wir zur Mission. Online. Jobs. Jobposten von Rockstar, wie immer. Missionen. Und zwar. Den Tod von oben. Das wird richtig mies. Richtig, richtig, richtig mies. Ich kann ja mal versuchen, Leute einzuladen. Ich weiß nicht, ob irgendwer gerade zockt, aber wenn nicht, machen wir das halt auch alleine. So, Muni für alle kaufen. 2,4. Egal, investieren wir. Ist immer besser, volle Muni dabei zu haben. Einstellung bestätigen, wunderbar. So, erstmal vorlesen. Tod von oben. Ein alter Geschäftspartner von mir hat beschlossen, gegen mich auszusagen. Ich will, dass er erledigt wird und ich will einen Beweis dafür sehen. Ein Foto. Er hat sich in seinem Anwesen verkrochen und wird von Bodyguards und der Polizei beschützt. Du wirst dir also was einfallen lassen müssen. Spring mit dem Fallschirm rein, flieg rein, was auch immer. Ja, das ist eigentlich eine ganz schön gute Idee mit dem Reinfliegen. Ich würde sogar sagen, das machen wir so. Wir holen uns ein Heli.
Aber erstmal laden wir hier noch Leute ein. So, Crewmitglieder einfach mal einladen, Freunde einladen. Mal gucken, wer mitmachen will. Ja, und der Plan. Ich würde sagen, wir holen uns wirklich einen Heli. Fliegen mit dem Heli drüber. Also wir versuchen irgendwie drin zu landen. Wenn es geht, super. Wenn nicht, müssen wir halt irgendwie abspringen und dann da drin landen. Aber ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hat der auch noch einen Garten hinten. Also, ne, muss ja, ist ja auch ein größeres Anwesen und der Platz hinten im Garten, der müsste ja groß genug sein, um da zu landen. Warten wir mal kurz, bis die da eingeladen sind. Können wir nochmal Freunde einladen. Also eingeladen sind sie, bis sie natürlich darauf reagieren. Wenn nicht, auch egal, machen wir das Ding halt alleine. So eine größere Herausforderung. Fishbone tritt schon mal bei. Nice, nice. Willkommen, Fishbone. Oh, Zitrone. Hat er seinen Namen geändert? Heißt jetzt nur noch Zitrone? Kein Fass mehr? Oh. So. Ja. Warten, 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 warten. Die anderen möchten nicht. Fischbohnen der Einzige. Kommt Leute, kommt Leute, kommt Leute. Macht irgendwas. Wenn nicht, in 10 Sekunden starten wir einfach. So, nur die Sets mal angucken. Oh, ich bin Fitnessfan, Polizeischütze, Trampel, Modellflieger und das letzte habe ich leider nicht lesen können, aber das kommt ja gleich nochmal. Sonntagsfahrer, okay. Naja, geht ja. Das dauert auch nicht so lange, bis man die Stats da voll hat. Bei dem anderen war das auch super schnell. Vor allen Dingen Schießen und Ausdauer ist richtig schnell hochgegangen. Ich glaube, das nächste, was ich voll hatte, war Fahren, danach Fliegen. Nur Schleichen. Da habe ich nicht so viel. Auch mit meinem anderen Charakter habe ich, glaube ich, die ersten zwei Balken da nur fertig, also voll bekommen. Naja gut, 10 Sekunden vorbei. Los geht's. Fishbone, ich hoffe, du weißt, was wir zu tun haben. So, ach, ich habe hier noch das Chatpad angeklebt am Controller. So, pack ich mal weg. Das ist viel angenehmer zu zocken. Ja, gegenüber ist das Anwesen. Problem ist, bräuchte ein Heli. Irgendwie einen Heli. So, halt, ja, mach was du willst. Ich muss erstmal kurz telefonieren. Gucken, was ich so kann. Erstmal bei Meriwether und gucken, ob man Abholung per Hubschrauber machen kann. Dann würde ich mir nämlich den direkt schnappen. Wenn nicht. Because security is a private matter. Ah, fuck. Erster Rang 30. Okay. Don't hesitate to call back. Dann lässt er jetzt erstmal anrufen. Jojo, geile Karre, yo. Ein Hubschrauber finden. Ab Okay. 35. Okay. Summertime. Naja, vielleicht kann er ja einen Hubschrauber besorgen. Ich glaube, er hat es sogar schon gemacht. Geile Sache. Wäre ich mal direkt eingestiegen. Oh, wie krass das Auto abgeht. Komm, gib Kette, ich will jumpen. Oh. Ich werde da runtergepest, aber wie sonst was. Yay, yay, yay. Boah. Halt, ich will mal gucken. So. So ist auch geil. Oh, sitzt aber sehr entspannt, trotz der hohen Geschwindigkeit. Na, Fischbone, alles Roger. Also, ich muss erstmal in den Rückspiegel gucken. Oh, wir sind da. Ja, mach gleich alles kaputt. War da noch ein Heli? Nö, war ja klar. Oh, ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, das funktioniert. Oh mein Gott, Leute. Alles klar. Ja, eigentlich ist es natürlich jetzt viel einfacher mit so einem Kampfheli. Aber naja, wer weiß. Es kann ja so viel schief gehen. Lassen wir uns mal überraschen, ja. Mach das Licht aus. Ein bisschen so. Skyline hier. Genießen. Das war auch nicht so die krasse Skyline, aber ein paar Hochhäuser sind ja schon mal da. Ich würde mal gern wissen, ob die Baustellen auch irgendwann mal fertig gebaut werden.
Es gab auch Leute, die gemeint haben, ja, die Baustellen, das wären dann noch später noch fette Apartments und sowas. Irgendwann kann man da auch drin wohnen, die werden dann halt mit Updates dann immer weiter gebaut und immer höher gebaut und irgendwann sind sie dann fertig. Wer weiß, wäre natürlich eine coole Sache. Offiziell habe ich sowas natürlich noch gar nicht gelesen, beziehungsweise von offiziellen Quellen, aber naja, da kommt ja auch kaum was. Ich habe ein kleines Problem und zwar verliere ich Energie und wenn ich jetzt gleich nichts esse, bin ich tot. Also lass mich da verdammt nochmal runter, damit ich was machen kann, bevor ich sterbe. Habe ich einen Fallschirm? Soll ich es versuchen? Ich weiß nicht, ob ich einen Fallschirm habe, aber ich müsste einen haben. Okay. Wir sehen uns unten! So. Mal flockig auf dem Dach landen? Nein! Boah, der Fischbone ist auch gestorben. Das heißt, ich habe das letzte Leben. Und das war's mit der Mission, würde ich mal sagen. Jetzt haben wir auch noch die Cops am Hals. Natürlich richtig mies ist. Hier drinnen alles voll mit Cops. Okay, ich bin tot. Das war's. Das war's. Er muss auf jeden Fall da drinnen landen, sonst schaffen wir das nicht. Abspringen ist auf jeden Fall nicht gut. Außer natürlich sind welche unten und lenken die schon mal ab. Dann kannst du da auch mit dem Fallschirm landen. Aber so leider nicht. Ich würde gern wiederholen. Wieso konnte man nicht wiederholen? Ich habe RT gedrückt, aber es ist nichts passiert, deswegen habe ich A nochmal gedrückt. Was passiert jetzt, Leute? Na? GTA nicht abspacken. Okay, danke. Ich muss diese Mission machen. Wahnsinn mit Methode hatte ich auch noch nicht. Obwohl da ein Pfeil ist, natürlich mit meinem anderen Charakter irgendwie schon gemacht. Aber mit dem hier natürlich noch nicht. So, GTA Online, Business Update jetzt verfügbar. Ach, wirklich? So, Munition für alle, bla bla bla. Einstellung bestätigen. So, jetzt sind wir drei Leute. Gucken, ob es diesmal klappt. Weil er musste eigentlich nur, ja, das ist halt immer so einfach gesagt als getan, aber einfach hinfliegen, so schnell wie möglich, also natürlich tief fliegen, die da wegholen, die man zumindest sieht und sofort landen, aus dem Heli raus und sich verschanzen. Und dann am besten Lester anrufen, wenn man drin ist. So, alle bereit? Können wir ja loslegen. Versuch Nummer 2. Aber wie gesagt, die Mission ist auch ein bisschen tricky. Ja. Das ist nicht so einfach wie die anderen. Wundert mich auch, dass die ab 26 oder ab 24 verfügbar ist. 24 war das. Ich bin ja noch nicht mal 26. Knapp vor 25. Citrone, holst du Helikopter? Ja, ich steig lieber in Königseck ein. Der ist cooler, jo. Citrone regelt das da. Oh, erstmal Kamera wechseln. Nee, ihr wollt doch jetzt nicht direkt Angriff machen, oder? Wo fährt denn Zitrone hin? Naja, Leute, lassen wir uns mal überraschen. Oh, der Gamer schaut zu. Na, hätte ich das hier gewusst, dass der auch noch zocken will, dann hätten wir nochmal einen Moment länger gewartet. So, da sind schon die Schwäne. Mach keinen Scheiß, ja. Ich hoffe, der fängt jetzt nicht direkt an zu schießen. Okay, er beginnt direkt zu schießen. Okay, ich versuche jetzt natürlich, so gut es geht, alles wegzuholen, was ich sehe. Boah, und natürlich... Mach das Tor wieder auf! Aua! Irgendwo da drin steht einer was. Wo bist du? Ah, da. Geh ja wieder auf! Verdammt nochmal! Er ist natürlich jetzt eine geile Sache. Mit den... Mal kurz in Deckung gehen, weil da links steht einer. Jawohl. Oh oh, ich muss hier hinter die Autos. Scheiß Heli. Verdammt. Okay, sieht alles frei aus. Da hinten sind wieder welche. Das ist auf jeden Fall eine krasse Mission, ja.
Ach, der ist schon tot. Oh, ich krieg Schüsse ab. Keine Ahnung von wo, aber sie sind nicht gut. Okay, komme ich da hinten rüber? Komme ich über den Zaun? Das ist jetzt die Frage. Jawohl, Madame! Sauber. Jetzt müssen wir aufpassen. Woo! Okay, okay, okay. Ich bin... Nein! Von rechts! Warum? Von wem? Sorry, Leute. Ich habe voll gefailt. Ja, über hier die Cops. Na super. Wenn ich den einen jetzt anschieße. Oh! Komm her, Lumpi. So, jetzt nochmal hier in Deckung. So. Scheiß Heli da... Ah! Ich bin einfach aus der Deckung rausgegangen, was ist das denn? Okay, ich bin tot. Ey, der bleibt nicht in Deckung. Sie bleibt nicht in Deckung! Oh mein Gott! Wie dieser Krüppelsteuerung wieder. Warum ist sie nicht in Deckung geblieben? Dadurch bin ich nur gestorben. Ach so, Zitrone. Ah, ganz einfach. So geht's natürlich auch. Er hat mal ein bisschen abgewartet. Ja, hoffe ich mal, ihr packt das. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Dann warte ich beim nächsten Mal, bis du mit dem Panzer hier bist, Zitrone. Ich wechsle mal zum Fishbone. Guck mal, was er hier so macht. Oh, er kriegt gerade übelst aufs Maul. Ach, da vorne steht er doch, Zitrone. Am Baum. Fischbaum meine ich. Rechts von dir, rechts von dir. Er hört mich natürlich nicht. Nein, der ist nicht da, am Baum. Ja, jetzt hat er ihn gesehen. Schieß, 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 jawohl. Ja, okay, Zielperson liegt. Los, jetzt schnell ein Foto machen. Oder doch nicht? Na doch, er macht's. Entscheide dich, Freund, entscheide dich. Na komm, Zitrone räumt auf und du machst das Foto. Ja, was denn nu? Entscheide dich. Ach so. Lass mal Lester an hier rufen. Problem ist, da sind immer noch Bodyguards und wenn er die anschießt, kommen die Cops wieder. Hätte er sich also noch sparen können. Hä? Schon Foto gemacht? Also das raff ich jetzt nicht. Normalerweise muss man noch ein Foto machen. Oder hat er das von da hinten gemacht? Wenn, dann habe ich es natürlich jetzt nicht mitbekommen. Aber sie packen es. Sie werden es packen. Natürlich mit so einem Panzer, ist ja auch, ey. Der kann die alle alleine beschäftigen. Uiuiui. Tute Auto, das tute Auto. Natürlich aber trotzdem scheiße. Ich bin ja nicht, ich hab's noch nicht geschafft. Eigentlich müsste ich die nochmal machen. Aber machen wir dann später nochmal. Auf jeden Fall herzlichen Dank, Zitrone. Herzlichen Dank, Fishbone. Vielen Dank für eure Hilfe. Ohne euch hätte es auf jeden Fall nicht geklappt. Das ist ja wohl das Mieseste. Nee, also das Geld ist schon mies, ne? Aber dass mir jetzt wieder 20, 30 RP fehlen, ist noch schlimmer. Na, mal gucken, vielleicht können wir ja nochmal eine Mission machen. Mal gucken, was in der Schnellausweise zur Verfügung steht. Der gute Mensch, nö. Ich möchte bitte mal einmal aktualisieren, Leute. Gymkhana auf dem Freeway. Bullshit. Stadion-Tour, was ist das denn? Oh, hier. Hippies zwischen den Fronten. Das ist eine Mission, die ich noch nicht mal gemacht habe. Noch nicht mal mit einem anderen Charakter. What? Machen wir das also mal.
Die Hippies, was haben die jetzt schon wieder vor? So, Hippies zwischen den Freunden. Zwei Blumenkinder in einem Wohnmobil voller Marihuana zu erlegen, sollte ein Kinderspiel sein. Sofern nicht eine andere Bande exakt das gleiche vorhat. Zwei Teams kämpfen um den Hippie-Hanf und versuchen, ihn zu ihren jeweiligen Übergabeorten zu bringen. Wir müssen gegeneinander kämpfen. Ach so. Na dann. Vor allem ich als Superloop. Also derjenige, der mich im Team hat, hat auf jeden Fall keinen Vorteil. Ja, Einstellung bestätigen. Ach, spielen wir 2 gegen 2, ist doch nicht so schlimm. Machen wir das einfach mal. So, ich bin wahrscheinlich mit Fischbohnen in einem Team. Wegen GCTV, aber... Ja, ich wollte gerade sagen, Rockstar macht sowieso Faxen, jetzt bin ich mit Zitronen in einem Spiel. Juhu! So, ja, Teamverbrecher. Freundchen, ne? Trockenvögeln gibt's nicht. So, wird geladen. Dann komm, lad schneller! Okay, Mission Hippies zwischen den Fronten. Ich als Hippie-Braut hier, ja. Moped nehmen? Nein, nehmen wir halt das Moped. Wo müssen wir denn hin? Das ist nicht schnellste wie ich hier. Okay. Heiz, 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 gib Gas. Yo, yo, yo. Mudo groß, Mudi. Achso, ich dachte, den Popeye schreibt, guckt so aus, also Prototype. Ich weiß auch nicht, warum ich da Popeye hier lese. Popeye, hilf uns! Ja, super, ey. Jetzt hat er uns aufgedeckt, jetzt weiß er auch noch, wo wir sind. Muss ich mir am besten eine Minute Zeit lassen, bis ich da ankomme. Ja, und er natürlich jetzt auch. Ihr Säcke! Egal, wir fahren hier hoch. Okay, Zitrone weiß auch, wo sie sind. Theoretisch, eigentlich müsste ich doch hier warten, weil sie müssen auch von der gleichen. Ah, die sind schon oben. Was für Säcke. Oh, scheiße, ich bin vom Motorrad gefallen. Bis ich da oben ankomme, ist sowieso vorbei. Zitrone hat Gamer gekillt, sauber. Wo will er lang? Er fährt weg, der Sack fährt weg. Wahrscheinlich auch noch sein getuntes Auto. Alter. Wie soll ich denn das, wie soll ich den denn bekommen? Was habe ich denn hier für eine Waffe? Ich brauche auf jeden Fall meine Uzi. Der Micro MP. Wo fährt denn der lang? Okay, ab durch die Butnik, würde ich mal sagen. Oh oh, oh oh, oh oh, ich bin zu schnell. Oh oh, ich bin zu schnell, ich bin zu schnell. Nein, nein! Ja, wenn jemand von mir verfolgt wird, braucht er keine Angst haben, dass ich ihn bekomme. Dann kann er nochmal schnell in den Imbiss rein und sich nochmal zu futtern holen. Mädchen, ziehst du den Helm mal wieder an? Vor allem bei meiner Fahrweise wäre das auf jeden Fall besser. Nein, wo will ich jetzt schon wieder lang? Oh! Durch hier. Der ist schon so weit weg! Was? Wie soll ich den denn bekommen? Der ist ja schon in der Butnik. Komme ich hier hoch? Nein. Ey, das gibt es doch nicht! Ich will lenken und dann fliege ich da wieder gegen. Was passiert denn hier heute schon wieder in dieser Drecks-Scheiße GTA? Ey, mal ganz ehrlich, wie soll ich den denn bekommen? Auch wenn ich da nicht gegen gefahren wäre. Hätte ich den nie im Leben bekommen. Aber ich war so lieber. Fahr doch hier hoch, Mädchen! Go, go, go! Oh, der ist schon so weit weg, man sieht ihn noch nicht mal richtig auf der Karte. Wo fährt denn der lang? Das kotzt mich jetzt schon ganz schön an. Na super, den kriege ich nicht mehr. Egal, was ich mache. Bräuchten irgendwie ein Heli oder sowas. Damit wir dann noch hinterherkommen.
Wahrscheinlich auch Motorrad, das heißt von der Geschwindigkeit wird das sowieso nichts, weil ja, ja Höchstgeschwindigkeit ist die gleiche. Das heißt, er muss jetzt einen Fehler nach dem anderen machen. Die Krone kommt von hinten, ich mache hier noch ein bisschen Platz. Okay, fahr. Das war knapp. Na, vielleicht kommt er ja noch irgendwie hinterher. Aber ich kriege ihn nicht mehr. Skylax. Na, auf jeden Fall sorry, Zitrone, aber das lag auf jeden Fall an mir. Ich habe gefailt beim Fahren. Ja, noch Moped. Ich hätte mir lieber die Karre schnappen sollen. Ja, super. Jetzt werde ich auch noch verfolgt von irgendwem. Nein. Mein Garage. Okay, Glückwunsch. Aber ich habe ja gesagt, wer mit mir spielt, hat eigentlich schon verloren. Ey. Mit dem Charakter kann ich eigentlich nichts machen. Und bei der Fahrweise hätte mir der andere auch nichts gebracht. Naja, auf jeden Fall Glückwunsch. Deinen Samen kannst du aber gerne behalten. So, und ja, ich würde mal sagen, das war's auch erstmal für diese Folge. Wie es in der nächsten Folge weitergeht, keine Ahnung, lasst euch überraschen, ich werde es nicht verraten. Ja, ich mache trotzdem Daumen hoch, ich sag danke fürs Zuschauen, ja, und bis zum nächsten Mal, tschüss!